Er lebt für die Jagd, foltert und beseitigt alle, die sich gegen seinen Gott stellen und herrscht über die Plague her. Die Rede ist von Catnap und um ihn soll sich dieses heutige Video drehen. Lasst uns gemeinsam in die Tiefen der Plague her gehen und die Geschichte hinter Catnap aufdecken. Doch bevor wir anfangen, haut den Like-Button kaputt und abonniert den Kanal und jetzt lasst uns mal etwas tiefer hinter Catnap blicken. Catnap war nicht immer Catnap, auch hier wurde ein Kind des Waisenhauses als Opfer ausgewählt und in diesen Körper gesteckt. Die Rede ist von Theodore Gramble. Theodore ist ein kleiner Junge mit sehr heller Haut, lockigen braunen Haaren und braunen Augen. Er trägt ein schwarzes Hemd, während der Rest seines Körpers nur in Home Sweet Home auf einem Bild zu sehen ist. Das zeigt, dass sein kurzes Hemd eigentlich ein blau-schwarzes geknöpftes Hemd mit langen Ärmeln ist. Während der Rest seines Körpers für ein Kind seines Alters ziemlich normal ist. Laut den Dokumenten war Theodore ein Waisenkind mit Problemen, das die Aufmerksamkeit seiner Betreuer auf sich zog. Da Joel Sinclair anfangs annahm, dass Theos Freund nicht echt war, ist es wahrscheinlich, dass er keine anderen Freunde in Home Sweet Home hatte. Ausgehend von seinen Interaktionen mit den Betreuern und nachfolgenden Ereignissen ist Theo ein Meister der Heimlichkeit und des Verwischens seiner Spuren. Er ist in der Lage, ein Grabpack zu stehlen, nachts aus der Home Sweet Home zu fliehen, ohne vom Sicherheitsdienst erwischt zu werden. In Joels Büro während seiner Mittagspause einzubrechen. Als Playtime Co. noch aktiv war, erlangte Theodore unter den Mitarbeitern Berühmtheit durch seine Verbindung zu einem imaginären Freund, der ihn ermutigte, die Playtime Co. zu sabotieren. Es gab eine Zeichnung von Theodore, die ihn in Lila auf seinem Bett sitzend zeigt, während ein skelettartiger Arm darunter hervorkam. Diese Zeichnung zeigt, dass es sich bei Theodores imaginären Begleiter um Experiment 1006, den Prototypen, handelt. Theodore erhielt von 1006 die Anweisung, mit einem gestohlenen Grabpack und einer grünen Grabpack-Hand eine Wartungstür in der Playcare zu öffnen. Der Anleitung des Prototyps folgend versuchte Theodore, die Tür zu öffnen. Möglicherweise in der Absicht von 1006, den Waisenkindern die Flucht zu ermöglichen. Aufgrund seines jungen Alters und seines mangelnden Verständnisses für die Bedienung des Grabpacks erlitt Theodore jedoch einen Stromschlag durch die grüne Hand und musste sofort medizinisch behandelt werden. Joel Sinclair und Thomas Clark, die von dem Vorfall erfuhren, kamen in einem Telefongespräch zu dem Schluss, dass Theodores imaginärer Freund dafür verantwortlich war. Sie erwähnten ausdrücklich, dass die Wartungstür nur von zwei Personen bedient werden kann. Thomas selbst behauptet, dass er Theodores imaginären Freund gesehen habe. Trotz Theodores Verletzung setzten sich die von seinem imaginären Freund ausgelösten Handlungen fort und führten schließlich dazu, dass Theodore für Catnap ausgewählt wurde. Wie Boxy Boo wurde auch Catnap mit einem speziellen Ziel erschaffen, die Kinder von Home Sweet Home in den Schlaf zu wiegen und zu verhindern, dass Waisenkinder aus der Playcare entkommen. Es wurden mehrere Kandidaten für die Kontrolle von Catnap in Betracht gezogen, aber Theodore Gramble wurde schließlich ausgewählt und wurde der Wächter der Playcare. Catnap galt ursprünglich als gutmütig, sanftmütig, schüchtern und sehr beeinflussbar. Obwohl er auf den ersten Blick unheimlich und nervtötend wirkt, war Catnap in Wirklichkeit eine eher beruhigende Erscheinung, die ihre Aufgabe als Betreuer von Playcare sehr ernst nahm, da er immer sicherstellen wollte, dass seine Freunde die richtige Bettruhe bekamen, die sie brauchten. Er genoss es, ihnen beim Schlafen zuzusehen und konnte sich problemlos um die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder kümmern. Catnaps Bigger Body Version verschrieb sich voll und ganz dem Prototype, beseitigte alles und jeden, der sich auch nur im geringsten gegen seinen Gott stellte und kannte hierbei keine Gnade. Bevor er zu seiner aktuellen und finalen Version kam, durchlief er zwei Phasen der Entwicklung. Es gab anfänglich Probleme mit Catnap durch sein unberechenbares Verhalten nach dem Experiment. Zu seiner Einführung in die Playcare schienen diese Probleme alle ausgeräumt zu sein. Viele der Kinder hatten anfangs Angst vor Catnap, brachen dabei sogar in Tränen aus, gewöhnten sich aber mit der Zeit an ihn und betrachteten ihn sogar als Freund. Vermutlich lag das an seiner sanftmütigen und schüchternen Art. Catnap kam seiner Aufgabe gut nach, erfüllte sie mit durchschlagendem Erfolg. Trotz Bedenken von Stella Graber war Catnap ein großer Erfolg für die Playcare. Lifepeer hatte große Bedenken gegenüber Catnap und seiner Beziehung zum Prototypen, denn diese könnten mit der Zeit zu Problemen führen. Sobald Catnap und 1006 in einem Raum sind, folgt der 1006 wie ein verlorener Welpe. Lockhart hatte hierzu auch schon einige Theorien, die Pierre aber an sich nicht überzeugt. Eins ist sicher, Catnap mag fügsam sein, aber er ist auch sehr beeinflussbar, vor allem auf alles, was der Prototyp sagt oder tut. Ich mache mir Sorgen, wie schnell sich dieses Verhalten ändern könnte, je nach Laune dieses Temperamentbündels. Pierre war nicht der Einzige mit diesen Bedenken. Es gab mehrere Mitarbeiter, die dies genauso sahen. Late Pierre übernahm in einem Log die Aufgabe von Dr. Harley Sawyer, der eigentlich für Catnap zuständig ist. Okay, this is Catnap, experiment number 1188. What's his real name again? Okay. Hey, Theo, how you doing, bud? Normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's out, let's say.
So you got me until they find his replacement. First off, congrats. This is officially your fourth year in your new body. And you've made some real progress, pal. I was told that when you and the other smiling critters, you know, Dog Day, Picky Piggy, yada yada yada, were added into play care, that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. But look at you now. The kids love you. And that red smoke, I mean, that's fantastic, isn't it? Is his, voice thingy still broken? Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it. Er spricht hier mit Catnap über seinen Fortschritt, dass er 4 Jahre nun in diesem neuen Körper sei und dass die Kinder ihn mittlerweile lieben. Pierre vergewissert sich, ob die Sprachbox von Catnap nicht kaputt ist, da er nicht spricht. Nach der Antwort, der Prototyp wird uns alle retten, entgegnet Pierre ihm, dass Catnap hier gefangen ist, niemand ihn retten wird, dass er hier sein neues Zuhause hat und der Prototyp im Labor lebe. Man lasse ihn ab und zu bei den Kindern, aber die meiste Zeit lebt er hier und er wird von hier nicht entkommen. Das hier ist ab jetzt sein neues Leben. Catnap wurde also gefangen gehalten, was ihn wahrscheinlich noch feindseliger gegenüber den Mitarbeitern machte. Zur Hour of Joy sah man Catnap auf dem Campus der Playcare, überall tote Mitarbeiter und er läuft kurz durch die Kamera. Aber ganz herzlos scheint Catnap nicht zu sein, denn er sperrt Miss Daylight, die Lehrerin der Playcare, in die Schule ein. Als sie wissen wollte, wo die Kinder wären, sagte Catnap nur, dass sie in Sicherheit sind. Sie fragte, ob sie die Kinder sehen könne, worauf Catnap mit Nein antwortete und verschwand. Seine Zuneigung zum Prototyp zeigt Catnap durch unermüdliche Anbetung, Aufforderungen zu anderen, sich dem Konzept der Hour of Joy zu eigen zu machen, einen Schrein, den er nur für ihn gebaut hat und anbetete. Diejenigen, die es wagen, sich dem Prototyp zu widersetzen, selbst Spielzeugmaskottchen werden als Ketzer abgestempelt und müssen mit harten Konsequenzen rechnen. Einer dieser Ketzer ist Dog Day und er sagte uns: You, your pappy's angel, come to save us. Nothing left to save, not here. Bird Catnap's home angel, their home. A myriad pairs of eyes are on you now. Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That thing, Catnap, the prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate, and in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. I'm the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy can fix this. End this madness. The torment. Oh no. Oh no. Leave me. Please. Just go. Doctor erklärt uns, dass sich die Spielzeuge Catnap unterwerfen und dafür gefüttert werden, dass der Prototype sein Gott ist und das, was mit ihm passiert ist, mit Ketzern gemacht wird, wenn er sie findet. Am Ende, nachdem Catnap besiegt wurde, sehen wir, wie loyal er gegenüber dem Prototype ist. Nien lässt er sich von ihnen den Kopf durchbohren und lässt sich somit vom Prototypen mitnehmen. Was genau der Prototyp nun vorhat, werden wir erst später erfahren. Catnaps wichtigste Fähigkeit, die von Dr. Sawyer erprobt wurde, besteht darin, dass er aus seinem Mund ein spezielles Gas ausstößt, das nur als roter Rauch bekannt ist. Dies wurde früher an seinen Plüschpuppen gezeigt, wenn man an seinem Schwanz zog, aber ein unbekannter Fehler in der Produktionslinie der Puppe führte dazu, dass sie einen roten Rauch ausstieß, der laut den Notizen eines Arbeiters nicht wie vorher gesehen nach Lavendel roch. Dieses Gas, das in dem Zeichentrickfilm Smiling Critters gezeigt wird, soll den Kindern beim Einschlafen helfen. Catnap selbst kann dieses Gas nach Belieben ausatmen. Die einzige Zutat, die bekannt ist, ist die Mohnblume. Wenn man es einatmet, halluziniert jeder in seiner Nähe und verliert das Bewusstsein. Während der Bewusstlosigkeit kann Catnap die Gedanken des Opfers so manipulieren, dass er sich vorstellt, was er will. Manchmal kann die Wirkung des Gases so nahtlos sein, dass man selbst nicht mitbekommt,
wann es aufgehört hat. Die Auswirkungen des Gases können jedoch durch das Tragen einer Gasmaske bekämpft werden. Basierend auf der anatomischen Struktur einer Katze steht Catnap in einer vierfüßigen Haltung da. Seine Katzenphysiologie verleiht ihm eine hohe Beweglichkeit und seine verlängerten Gliedmaßen verschaffen ihm einen erheblichen Vorteil gegenüber den meisten Beutetieren. Catnap hat außerdem scharfe Metallkrallen, ähnlich wie die Krallen einer echten Katze. Sie scheinen stark genug zu sein, um Holz und sogar Metall zu durchbohren, denn er benutzt sie, um Nachrichten in die Wände zu ritzen. Wenn er nach seinem Bosskampf vom Prototypen getötet wird, sieht man, wie Blut aus Catnaps Wunden spritzt, was stark auf eine organische Natur hindeutet, wie bei allen anderen zuvor getroffenen Spielzeugexperimenten. Unter der Haut von Catnaps ausgemergeltem Torso sind eine voll ausgebildete Wirbelsäule, ein Brustkorb und ein Beckenknochen zu sehen. Die Monsterform von Catnap ähnelt einer katzenartigen Kreatur, die in lila Fell gehüllt ist. Seine Augen haben schwarze Pupillen, die von einer weißen Iris umgeben sind, und eine katzenartige Nase. Das Maul von Catnap lässt sich weit aufklappen, hat keine erkennbaren Zähne und bildet eine abgrundtiefe Leere. Die monströsen Pfoten tragen vier Zehen, die mit scharfen schwarzen Krallen bewaffnet sind, und die länglichen Gliedmaßen scheinen an den Gelenken lose zusammengenäht zu sein. Der unverhältnismäßig kleine, abgemagerte Torso legt den Brustkorb und die Beckenknochen unter der Haut frei, um den Hals verläuft ein dezenter melanoid schwarzer Reißverschluss, der einen stumpfgelben Mundsichelanhänger ähnelt. In seiner Albtraumform wirkt Catnap noch eindringlicher und hat eine kränklich graue Haut. Seine Beine sehen aus wie nackte Knochen ohne jeglichen Anschein von Fleisch oder Fell. Vor allem die Pfoten sind vollständig skelettiert mit verlängerten knochenähnlichen Fingern. Der dramatischste Teil der Verwandlung ist an seinem Maul zu sehen, das sich in einem erschreckenden Ausmaß verlängert hat und die Länge seines Rumpfes übertrifft. Sein Torso hingegen weist eine unerwartete Ähnlichkeit mit einem Stegosaurus auf. Der Mondanhänger, der einst zu Catnap gehörte, hat sich ebenfalls verändert und sieht jetzt silbern aus. Die Spielzeugform von Catnap ist eine anthropomorphe, lilafarbene Katze mit schwarzen Augen, dreieckigen Ohren, einer schwarzen Nase und einem sehr langen Schwanz. Seine Pfoten sind in einem dunkleren Lilaton gehalten, ähnlich wie die Innenseiten seiner Ohren. Genau wie die anderen Smiling Critters ist Catnap mit einem breiten, zahnlosen Lächeln abgebildet, in dem ein kleines, graues Luftrohr steckt. Sein Oberkörper ist mit einem Reißverschluss versehen, der sich über den gesamten Körper erstreckt und an dem eine gelbliche Mondsichel hängt. Das Aussehen von Catnap in der Zeichentrickserie entspricht in etwa dem seines Spielzeugs. Allerdings wurde die Reißverschlusslinie entfernt, weiße Pupillen wurden hinzugefügt und der Reißverschlussanhänger ist jetzt an einer schwarzen Halskette befestigt. Catnap trägt sich am Anfang von Kapitel 3 in seinen Maul, was Katzen bei ihren Kitten machen. Catnap ist der einzige der Smiling Critters, der nicht redet. Sprechen kann er aber, was wir in VHS-Tape Check-In hören können. Im VHS-Tape Check-In sagt er, der Prototyp wird uns retten, was eine Anspielung auf die Hour of Joy ist. Nappy war ein Name, der während der Entwicklung ebenfalls in Betracht gezogen wurde. Er ist auf allen Catnap-Assets in den Spieldateien zu finden. Catnap war der achte und somit letzte der Smiling Critters, der vorgestellt wurde. Das war die Story zu Catnap, dem einst sanftmütigen, aber leicht beeinflussbaren Wächter von Home Sweet Home. Danke fürs Reinschauen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn euch Catnap nicht schon süße Träume bereitet hat.